Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Friedlich ist die größte Kundgebung in der Geschichte der Bundesrepublik am Abend in Bonn zu Ende gegangen. 250 bis 300.000 Menschen hatten sich in der Bundeshauptstadt versammelt, um für Frieden und Abrüstung zu demonstrieren. Sie folgten einem Aufruf der Aktion Sühnezeichen und der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden, der von über 1.000 politischen und kirchlichen Organisationen unterstützt wurde. Zu den Rednern gehörten das SPD-Präsidiumsmitglied Eppler, das FDP-Vorstandsmitglied Borm, der vom Ausschluss aus der CSU bedrohte Friedensforscher Mechtersheimer und der Schriftsteller Heinrich Böll. Ebenso wie die meisten anderen Redner wandten sie sich gegen die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen in Westeuropa und gegen den Bau der Neutronenwaffe, forderten aber zugleich die Sowjetunion auf, die Zahl ihrer SS-20-Raketen zu verringern. Den Vorwurf des Anti-Amerikanismus wiesen sie ebenso zurück wie Kritik von Seiten der Bundesregierung. Die Bewahrung des Friedens, so betonten sie, dürfe man nicht allein den Politikern überlassen. Aus Bonn berichten unsere Korrespondenten. Mit dem US-Star Harry Belafonte als umjubelten Gast und mit der Hymne der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung ging gegen 17:30 die Veranstaltung zu Ende, der von politischen Gegnern bereits vor Beginn Anti-Amerikanismus vorgeworfen worden war. Für die meisten begann die Friedensdemonstration früh am Morgen. Rund 40 Sonderzüge rollten in die Bahnhöfe in und um Bonn ein. Da gab es Gedränge, aber mehr auch nicht. Die ca. 3000 Busse waren meist schon in der Nacht eingetroffen. So blieb das erwartete, ja prophezeite Verkehrschaos aus. Wer gestern noch gemeint hatte, Bonn könne den Ansturm gar nicht verkraften, der wurde heute eines Besseren belehrt. Die meisten Demonstranten zogen zuerst zu den Sammelstellen der 5 Demonstrationszüge. Für ein Kulturprogramm mit Reden und Musik war überall am Wege gesorgt oder sie sorgten selbst dafür. Auf ihre Weise trug auch die Polizei zu einem friedlichen Verlauf bei. Sie hielt sich betont im Hintergrund. Gegen Mittag hatte sich die Hofgartenwiese gefüllt. Die zentrale Kundgebung begann vor rund 200.000 Menschen, fast pünktlich, kurz nach 1 Uhr mittags. Der von den Teilnehmern am meisten geäußerte Wunsch heute, wir wollen wissen, was ist und was kommt. Die Sorge, dass es immer möglicher wird, einen Atomkrieg zu führen und dass dieser die Vernichtung Zentraleuropas bedeuten würde, war Hauptbestandteil fast aller Reden. In ihnen wurde immer wieder der Vorwurf zurückgewiesen, dass Nein zur NATO-Nachrüstung müsse zugleich als Anti-Amerikanismus ausgelegt werden. Die Appelle zur Abrüstung richteten sich an Ost und West. Im Zentrum der Kritik aber standen die Bonner Politiker in Parteien, Parlament und Regierung. Liebe Freunde, man hat uns Einäugigkeit vorgeworfen, weil wir uns vor allem an unsere Regierung wenden und nicht an die sowjetische. Der Grund ist sehr einfach, weil wir diese, unsere Regierung gewählt haben und nicht die sowjetische. Wir wenden uns als demokratische Bürger korrekterweise an unsere Regierung als unseren Ansprechpartner. Und wem dies nicht gefällt, der soll Nachhilfestunde Demokratie nehmen. Wenn der Bundeskanzler meint, wir wollten ihn drängen, so hat er recht. Aber ich frage mich nur, lässt sich ein solches Drängen in einer Demokratie von der eigenen Wählerbasis her wirklich nicht anders deuten, denn als Kampfansage? Es ist gestern ein Wort gefallen im Bundestag von Herrn Bundeskanzler Schmidt, über das ich als Autor sehr lange reden möchte, aber nicht lange reden will. Es ist das Wort zwielichtige Gestalten. Das ist eine ganz gefährliche Formulierung, denn wir haben ja doch erlebt,
das äußerst zwielichtige Gestalten in die höchsten Regierungsämter gekommen sind? Und ich bin fast geneigt, mich selbst hier zur zwielichtigen Gestalt zu erklären. Und deshalb sage ich, ohne jede Drohung, sondern als eine ganz nüchterne, fast berechenbare Feststellung, deshalb wird es bald zu spät sein für die Parteien, die jetzt das große Wort führen. Bald zu spät. Die Bonner Friedensdemonstration war zugleich politisches Redemarathon, Verbrüderung vieler Teilnehmer, aber auch die Gemeinsamkeit verschiedener Ideen und Ideologien unter der Überschrift Frieden. Und sie war auch an Zahl und Friedfertigkeit eindrucksvoll ein großes Volksfest, aufgewertet durch die Teilnahme ausländischer Stars, der Friedensbewegung zum Teil seit Jahren verbunden. Oh yes, the whole world will live in peace. Take down the missiles down. Take all the missiles down. Take all the missiles down. Oh yes, the whole world gonna live in peace. Take all the missiles down. Ain't gonna study war no more. An der Demonstration beteiligten sich auch 26 Soldaten der Bundeswehr in Uniform, obwohl sie bei politischen Veranstaltungen so nicht auftreten dürfen. Während der gesamten Demonstration kam es kaum zu Zwischenfällen. Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministers Schnurr wurden lediglich 11 Personen wegen geringfügiger Vergehen vorläufig festgenommen. Eine Bilanz der Kundgebung zieht Friedrich Nowotny. Seit Stunden regnet es. Trotzdem kommen die Demonstranten ganz fröhlich zu den Abfahrtplätzen ihrer Busse oder hier zum Bonner Hauptbahnhof. Sie haben ein gutes Gefühl. Vielleicht haben Sie nicht einmal alle Reden gehört. Vielleicht haben Sie den Versammlungsplatz nicht einmal gesehen, weil so viele Menschen nach Bonn gekommen waren. Aber Sie hatten das Gefühl, einfach dabei gewesen zu sein. Das galt für Sie an diesem Tag hier in Bonn. Dabei zu sein, um für den Frieden zu demonstrieren. Nicht irgend gegen jemanden, sondern einfach für eine Sache, die Sie für gut halten. Das war der Sinn der Reise nach Bonn. Diese 250.000 junger Menschen passt kaum in eines der Klischees, in das man sie gern hat pressen wollen am Vorabend der Veranstaltung. Hier war ein Stück der jungen, möglicherweise noch ein wenig radikalen Mitte zusammengekommen, die heute schon, die morgen vor allem aber, Wahlen entscheidet. Links oder links außen, das hatte heute kaum Gewicht, trotz gewisser Aktivitäten linker Gruppen rund um diese Veranstaltung. Vielleicht hatte Erhard Eppler, einer der Redner von heute, übertrieben, als er auf einer Pressekonferenz nach der Veranstaltung glaubte, feststellen zu müssen, dass jeder Sechste, der hier in Bonn war, ein Sozialdemokrat war. Die jungen Menschen, die aus allen Teilen der Bundesrepublik zusammengekommen waren, können in allen Parteien des politischen Spektrums in diesem Land zu Hause sein. Vielleicht wissen das die Parteien nur noch nicht. CDU-Sprecher von Thiessenhausen nannte die Bonner Demonstration einen anti-amerikanischen Umzug. Sie habe die, so Thiessenhausen wörtlich, Volksfront zwischen Teilen der SPD, Kommunisten und Chaoten bekräftigt. Auf einer Friedenskundgebung des Brüsewitz-Zentrums in Bad Oeynhausen warf der verteidigungspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Wörner den Teilnehmern der Bonner Demonstration vor, sie wollten die westliche Nachrüstung verhindern und leisteten damit der östlichen Vorrüstung Hilfestellung. Die Sozialdemokraten fühlen sich nach den Worten ihres Bundesgeschäftsführers Glotz durch die Bonner Kundgebung in ihrem Willen bestärkt, Friedenssehnsucht in Friedenspolitik umzusetzen. Der friedliche Verlauf zeige, dass die erdrückende Mehrheit der Demonstranten ohne Gewalt und ehrlich für Abrüstung in Ost und West habe eintreten wollen. Der vor 4 Tagen ermordete ägyptische Staatspräsident Sadat ist heute in Kairo beigesetzt worden. An dem Begräbnis nahmen Staatsoberhäupter und Regierungschefs aus vielen Ländern teil. Der Ostblock hat mit Ausnahme von Rumänien keine Regierungsmitglieder in die ägyptische Hauptstadt entsandt.
Auch die meisten arabischen Staaten blieben den Trauerfeierlichkeiten fern. Kairo heute Morgen. Kurz vor 11 Uhr setzt sich der Trauerzug unter Trommelwirbel und Marschmusik in Bewegung. Auf der von 6 Pferden gezogenen Geschützlafette der Sarg. Er ist mit der ägyptischen Fahne bedeckt und wird von hohen ägyptischen Offizieren flankiert. Sadat wollte ein schlichtes Begräbnis, wie es islamischem Brauch entspricht. An der offiziellen Zeremonie, die von Rundfunk und Fernsehen direkt übertragen wird, nehmen Delegationen aus 80 Ländern teil. Die Vertreter der Bundesrepublik, Bundespräsident Carstens, Bundeskanzler Schmidt und Außenminister Genscher. Einer der prominentesten Trauergäste, der israelische Ministerpräsident Begin, der gemeinsam mit Präsident Sadat den Friedensnobelpreis bekommen hatte. Zur amerikanischen Delegation gehören neben Regierungsmitgliedern auch 3 ehemalige Präsidenten. Starke Sicherheitskräfte schützten den Trauerzug. Hinter dem Sarg auch Vizepräsident Mubarak, der wahrscheinlich die Nachfolge Sadats antreten wird. Obwohl es zunächst geheißen hatte, die ägyptische Bevölkerung werde ausgeschlossen, formiert sich hinter dem Trauerzug eine große Menschenmenge. Das Grabmal des unbekannten Soldaten ist das Ziel des Trauerzuges. Unter Salutschüssen wird der Sarg des ermordeten Präsidenten in die Gruft gelassen. Die Witwe Sadats, Jihan, an den Stufen des Grabes. Anwar el-Sadat findet hier eine vorläufige Ruhestätte, bis sein Mausoleum fertiggestellt ist. Die Inschrift auf seinem Grab lautet: Der gläubige Präsident, Held des Krieges und des Friedens, lebte für den Frieden und fiel als Märtyrer für seine Grundsätze. Unter den Klängen eines Trauermarsches wurde die Gruft des ermordeten Präsidenten mit Steinplatten abgedeckt. Unmittelbar nach den Beisetzungsfeierlichkeiten führte der voraussichtlich neue Staatspräsident Ägyptens Mubarak eine Reihe von Gesprächen mit ausländischen Spitzenpolitikern. Als erster empfing Mubarak Bundespräsident Carstens, Bundeskanzler Schmidt und Außenminister Genscher. Unmittelbar nach der Begegnung, die etwa eine halbe Stunde dauerte, flog die Bonner Delegation zurück in die Bundesrepublik. Morgen will Mubarak mit US-Außenminister Haig zusammentreffen. Hintergründe für die Entscheidung von US-Präsident Reagan und Vizepräsident Bush, nicht nach Kairo zu fliegen, wurden in der vergangenen Nacht im amerikanischen Fernsehen gemeldet. Danach soll der libysche Staatschef Gaddafi ein Attentat geplant haben. Er habe dafür ehemalige Angehörige der amerikanischen Eliteeinheit Green Berets angeworben. Vor diesem Fernsehbericht hatte Vizepräsident Bush Gaddafi öffentlich scharf angegriffen. Wörtlich sagte Bush: Er ist der führende Terrorist der Welt und der Ausbilder der Terroristen. Er ist ihr Beschützer, genau wie Idi Amin. Er ist eine Gefahr für Ägypten, Israel und eine Gefahr für den Frieden. He's the world's principal terrorist and trainer of terrorists. And he's the protector of the likes of Idi Amin. And he's dangerous to Egypt, to Israel. And he's dangerous to peace. Der österreichische Bundeskanzler Kreisky hat heute schwere Vorwürfe gegen den Chef der palästinensischen Befreiungsorganisation Arafat erhoben. In einem Interview nannte Kreisky Freudenbekundungen Arafats über die Ermordung von Sadat unfassbar. Daraus werde er Konsequenzen ziehen. Kreisky hatte sich als einer der ersten westlichen Staatsmänner mit Arafat getroffen. Soldaten der britischen Armee waren das Ziel eines Terroranschlages im Londoner Stadtteil Chelsea. Bei der Explosion einer Bombe in diesem Lieferwagen wurde eine Frau getötet. Mindestens 34 Menschen, darunter mehrere Soldaten der königlichen Wacheinheit Irish Guard, wurden verletzt. Die verbotene irisch-republikanische Armee, IRA, erklärte, sie habe den Anschlag ausgeführt und begründete ihn mit dem, wie sie sagte, Kriegszustand, der zwischen der britischen Regierung und dem unterdrückten irischen Volk herrsche. Zu heftigen Auseinandersetzungen über die Familienpolitik kam es heute auf dem Kongress der CDU-Sozialausschüsse in Mannheim. Anlass ist ein Thesenpapier des CDA-Vorsitzenden Blüm, das sich mit der Rolle der Frau auseinandersetzt. Unsere Kritik richtet sich vor allen Dingen darauf, dass bestimmte Reizworte hier verwandt werden, die den Eindruck erwecken können, als würden die Sozialausschüsse mithelfen wollen, die Frauen vorrangig an Heim und Herd zu drängen. Ich glaube, dass in den letzten 100 Jahren eine Politik gegen die Mütter gemacht wurde, dass die Mutter in diese
so leistungstüchtigen Erwerbsgesellschaft vergessen wurde. Dass das so ist, können Sie in der Sozialpolitik nachweisen. Die Mutter kommt da so gut wie nicht vor. Die hat keinen eigenen Rentenanspruch. Die erzieht Kinder und damit auch Beitragszahler für die Rentenversicherung. Aber ihre Arbeit wird überhaupt nicht gewertet. Das Für und Wider um die neuen Leitsätze wird hier noch bis morgen für Zündstoff sorgen. Für die Kritiker an dem Familienpapier ist das entworfene Bild der Frau und Mutter nicht mit dem CDU-Programm vereinbar. Die formulierten Thesen und Forderungen würden auf noch mehr Konservatismus hinauslaufen. Blüm habe sich hierbei als reaktionär erwiesen. Der Grundsatz der Partnerreportern sehen einige Delegierte die Gefahr der Festschreibung alter Klischees mit der Frau im Kinderzimmer und dem Mann in Büro oder Fabrik. Die Wünsche und Forderungen der Frauen zu ignorieren, wäre kurzsichtig. Mehr als die Hälfte aller CDU-Wähler sind Frauen. Sie stellen schon jedes fünfte Mitglied der Partei. Aus Frankfurt die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 11. Oktober. Das Satellitenfoto zeigt im mittleren Deutschland aufgelockerte, sonst meist starke Bewölkung. Im Westen erkennt man ein kompaktes Wolkenfeld. Das zugehörige Randtief über dem Kanal überquert mit seiner lebhaften westlichen Strömung Deutschland rasch. Auf seiner Rückseite strömt erneut ein Schwall Meereskaltluft nach Mitteleuropa. Die Vorhersage für morgen. Im Süden meist bedeckt und zeitweise im Alpenvorland länger andauernder Regen, sonst rasch wechselnde Bewölkung mit Schauern, vereinzelt Gewitter. Tiefsttemperaturen 6 bis 11, Tageshöchsttemperaturen 10 bis 15 Grad. Mäßiger bis frischer, zum Teil starker westlicher Wind, einzelne Sturmböen.